Kapitel 16. Der Sohn des königlichen Beamten. Ein Beamter des Königs hatte einen Sohn, der sehr krank war. Alle dachten, sein Sohn werde sterben. Der Beamte ließ seinen Sohn zu Hause zurück und reiste viele Kilometer in die Stadt Kana. Dort fand er Jesus. Der Beamte bat den Heiland, zu kommen und seinen Sohn zu heilen. Jesus sagte ihm, sein Sohn werde wieder gesund. Der Mann glaubte Jesus und reiste zurück nach Hause. Seine Diener kamen ihm entgegen. Sie sagten ihm, dass es seinem Sohn besser gehe und dass er leben werde. Er fragte sie, seit wann es seinem Sohn besser gehe. Sie sagten es ihm. Es war zur selben Zeit, als Jesus gesagt hatte, dass der Sohn gesund werde. Da wusste der Mann, dass Jesus seinen Sohn geheilt hatte. Er und seine ganze Familie glaubten an den Erlöser.